Darf der Arbeitgeber mich zwingen, auf meine Rente zu verzichten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ein tatsächlich kurioser Fall aus unserer Rentenberatungspraxis von rentenbescheid24.de, für unseren Mandanten aber mit sehr unangenehmen Folgen. Wir sagen sogar ein Stück gelebtes Rententollhaus aus einer Kommunalverwaltung, einer der größten deutschen Städte in Deutschland. Völlig verzweifelt meldete sich ein Bürger bei uns auf rentenbescheid24.de. Er erreichte zum 01.09.2019 seine Regelaltersgrenze. Er arbeitet als Erzieher im öffentlichen Dienst. Für ihn ist der Tarifvertrag der Länder, Stichwort TVL, maßgebend. Und eigentlich wäre das Arbeitsverhältnis zum 01.09.2019 beendet, denn in § 33 dieses Tarifvertrages steht geschrieben, wenn du, lieber Mitarbeiter, deine Regelaltersgrenze erreichst, endet automatisch das Arbeitsverhältnis dann am Ende oder Beginn des Folgemonats. Aber unser Mandant hat im Juli 2019 unter Maßgabe einer Spezialvorschrift aus dem SGB VI seinen Arbeitsvertrag über die Regelaltersgrenze hinaus bis zum 31.12.2021 verlängert. Parallel dazu hat er auch zum 01.09.2019 seine Regelaltersrente bei der Deutschen Rentenversicherung beantragt und auch bewilligt bekommen. Er bekommt monatlich netto 1.500 Euro. Die Personalstelle seines Arbeitgebers forderte unseren Mandanten jetzt auf, dass er den Rentenantrag zurückziehen solle, denn ansonsten wäre das mit ihm bestehende Arbeitsverhältnis beendet. Denn, so die Auffassung des Arbeitgebers, er kann ja nicht neben seinem Arbeitslohn auch noch eine Altersrente beziehen. Er würde ja auch später, also wenn er dann später in die Regelaltersgrenze Rente geht, im Jahr 2022 zum 1. Januar, dann auch von dem erhöhten Zugangsfaktor, gibt er dann einen ordentlichen Zuschlag obendrauf, profitieren. Die Rente würde dann deutlich steigern. Diese Argumente des Arbeitgebers, also wir haben dann den Fall geprüft, wir haben Unterlagen abgefordert und haben dann unserem Mandanten einen Rat gegeben. Wir halten diese Argumente des Arbeitgebers für abenteuerlich. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, was hat denn die eigene Rente mit dem Bestehen des Arbeitsverhältnisses zu tun? Gar nichts. Der Rentenanspruch ist ein persönlicher sozialrechtlicher Anspruch, hat mit dem Arbeitsverhältnis nichts zu tun. Bei einer vorgezogenen Altersrente endet das Arbeitsverhältnis ja auch nicht automatisch. So steht es in § 33 TVL drin. Es endet nur bei Erreichen der Regelaltersgrenze. Das heißt also, in diesem speziellen Paragraphen wird ja gar nicht auf den Bezug einer Altersrente abgestellt. Und was noch dazu kommt, ist, unser Mandant hat ja ein neues Arbeitsverhältnis vor dem Ende seines bestehenden Arbeitsverhältnisses abgeschlossen. Das ist ganz wichtig. Und zwar hat er das Ende des Arbeitsverhältnisses auf den 31.12.2021 hinausgeschoben. Und genau hier kommt jetzt der Knackpunkt, den der Arbeitgeber möglicherweise leider nicht versteht. Das ist nämlich der § 41 SGB VI. Das ist diese Sondervorschrift, die ich vorhin angedeutet habe. Und da sagt das Gesetz in Satz 3 dieser Vorschrift, und dieser Satz 3 wurde zum 01.07.2014 unter dem erstmaligen Stichwort der Flexirente eingeführt. Das war sozusagen der Beginn der Flexirente. Der Satz 3 ermöglicht es den Arbeitgebern und Arbeitnehmern, das Arbeitsverhältnis über das Erreichen der Regelaltersgrenze hinaus fortzusetzen, wenn das ursprüngliche Arbeitsverhältnis mit Erreichen der Regelaltersgrenze enden sollte. Wäre ja hier so gewesen, am 01.09. wäre Schluss gewesen, aber er hat ja schon davor verlängert bis zum 31.12.2021. Und da sagen auch die Rechtslage einhellig, dass hier diese Regelung eine rein arbeitsrechtliche Regelung ist und dass unser Mandant sehr wohl das Recht hat, seine Regelaltersrente zu beziehen. Denn Sie müssen sich ja mal Folgendes vorstellen, wenn er jetzt wirklich auf seine Altersrente verzichten sollte, dann würde ihn ja ein
unglaublicher wirtschaftlicher Schaden entstehen. Das heißt also, er verliert ja jeden Monat für über 2 Jahre jeden Monat 1.500 Euro netto. Wenn man das dann vergleicht mit der Rentenerhöhung, die er dann vielleicht später zu erwarten hätte, müsste er ja über 20 Jahre leben, um das dann später einmal diesen Rentenverlust hereinzuholen. Und das Argument, dass der Arbeitgeber sagt, dann kannst du bei uns nicht mehr arbeiten, ist ja nicht schlüssig, denn unser Mandant hat ja das Arbeitsverhältnis auch verlängert. Also, wir haben ihm folgenden Rat gegeben. Geh zu deiner Personalstelle und kläre das ab. Ansonsten sage dem Arbeitgeber, du bietest deine Arbeitskraft an, denn ihr habt ein neues Arbeitsverhältnis und du möchtest bitte deine Arbeit, wie es im Arbeitsvertrag auch neu geregelt worden ist, weiter über den 1.9. hinaus durchführen und anbieten. Sollte der Arbeitgeber dich dann trotzdem kündigen, dann musst du auf jeden Fall Klage einreichen vor dem Arbeitsgericht und dann auf jeden Fall auch einen Fachanwalt für Arbeit, also Arbeitsrecht konsultieren, denn wir sind hier der Auffassung, dass das so nicht in Ordnung ist. Also, der Bezug einer Altersrente hat, wenn nichts anderes ausdrücklich geregelt ist, führt nicht dazu, dass das Arbeitsverhältnis per se beendet wird. Die Regelungen der Flexirente lassen solche Sachen grundsätzlich erstmal nicht zu. Ausnahmen können im Tarifvertrag oder einzelvertraglich geregelt werden, aber dann mit Genehmigungsfiktionen und unheimlich, also mit sehr, sehr langen Vorschaltzeiten, die da eingehalten werden müssen. Wir gehen davon aus, dass der Arbeitgeber unseres Mandanten einlenken wird, denn er will ja, dass sein Mitarbeiter arbeitet als Erzieher im öffentlichen Dienst. Denn wir alle wissen, Kindergärtnerinnen und Kindergärtner und Erzieher werden gesucht. Es gibt tausende offene Stellen, die Leute werden händeringend gesucht und unser Mandant hat also einen sehr hohen Erfahrungsschatz und wird als wertvoller Mitarbeiter auch gesucht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.